Es geht weiter mit The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Und wir sind hier nun im Heiligtum vom Heiligen Hain. Und hier sollen wir das Master Sword finden. Tatsächlich, da ist es. Nur mal hoffen, dass es kein Fake ist. Aber es sieht schon sehr echt aus. Oh mein Gott. Und es soll uns ja von unserem Fluch befreien können. Und passiert was? Tatsächlich dieses Teil, das Sanzo uns eingepflanzt hat. Okay, und Link ist wieder normal und wir ziehen es raus. Nice. Jetzt sind wir praktisch der Link, der Link eigentlich ist, kann man sagen. Hylia-Schild, Master Sword. Nice. Das Schwert erkennt dich als sein Meister an. Voll gut. Sehr gut. Das Schöne ist nur, wir haben jetzt einiges zu tun, glaube ich. Einiges zu machen durch den Enterhaken. Und oh boy, ich glaube, es wird noch einiges auf uns zukommen. Und dieses kleine Ding verfügt über die Magie, die dich gefressen hielt. Gefesselt hielt. Das ist schon etwas ganz anderes als die Magie der Schatten, über die wir verfügen. Pass auf, wenn du den Klumpen berührst, wirst du wieder zum Tier. Aber damit können wir uns vielleicht auch immer verwandeln, wann wir Bock haben, theoretisch. Dieses Ding ist so gefährlich, wir sollten es gleich hier vernichten. Oder, warte mal, solange wir das hier haben, können wir dich jederzeit in ein Tier verwandeln, oder? Außerdem ist es schließlich ein Geschenk von Sanzo. Wäre doch unhöflich, wenn wir es nicht bei Gelegenheit verwenden würden. Das ist ein guter Plan. Sag mir ganz einfach Bescheid, wenn du deine Gestalt wechseln willst. Ich erledige das dann für dich. Dadurch kann ich dich jetzt auch jederzeit warpen. Du musst nur die Wolfsgestalt annehmen, dann geht das ganz einfach. Solange dann keine übermäßig lange Animation dazu kommt. Und übrigens, Link, ich hätte da eine Bitte an dich. Wenn du nicht Lust hast, mit mir zusammen den Schattenspiegel zu suchen, hast du nicht Lust, mit mir zusammen den Schattenspiegel zu suchen? Er ist irgendwo in Hyrule. Weißt du, der Schattenspiegel ist womöglich der einzige Weg zu Sanzo. Ja, man weiß ja auch nicht, wo der abbleibt. Ich habe jetzt erstmal gedacht, dass er irgendwo im Schloss Hyrule ist oder so. Aber der scheint wohl irgendwo in der Schattenwelt zu sein. Okay, aber wir haben jetzt ein fucking Master Sword. Und sind jetzt schon ein bisschen krass drauf. Auf dem Weg hin war ja auch noch einiges. Da war ja zum Beispiel noch was ich wegspringen konnte. War hier nicht noch was? Meine ich zumindest. Da war nur eine zerstörte Truhe. Komme ich denn zum Beispiel hier nach... Da komme ich nicht nach oben. Ach genau, das Insekt wollte ich mir noch holen. Stimmt, da war doch was. Nee, ich wollte... Das hier. Dich habe ich nicht vergessen. Ich hätte es vielleicht mal anvisieren sollen. So. Gut. Und es ist... Schnecke männlich. Oh, kein epischer Name, einfach nur Schnecke. Gut. Na gut, wir haben auch eine männliche Gottesanbeterin. Muss man auch mal so... So gerechtigterweise dazu sagen. So, dann haben wir noch was zum Springen. So. Es ist... Moment. Wie kann ich mich jetzt verwandeln? Ach so. Zum Wolf werden, warpen. Ah, ich kann mich aber auch in Menschengestalt warpen. Oh, und sehr schön. Keine übermäßig lange Animation. Danke. Sehr schön. Fangstoß. Boah, nice. So richtig das Herz noch rausgebissen. Und hier haben wir die Geisterseele. Aber denk dran, die 100. muss eine Hexe sein. Sonst funktioniert das nicht. Moment, falsches
Spiel, falscher Anime. Okay, aber wie komme ich denn hier weg? Wie kam ich denn überhaupt nochmal hier hin? Achso, ich kann mich einfach auch wegwarpen. Stimmt. So, wo fangen wir jetzt am besten an? Wir haben jetzt ja einiges, wo wir noch was machen können. Vor allem können wir das, wie gesagt, überall hinwarpen. Das ist so schön schnell alles. Ich würde sagen, bevor wir jetzt groß im Plot weitermachen und nach diesem Schattenspiegel suchen. Wir haben jetzt eh gar keine genauen Anhaltspunkte. Ich würde sagen, wir gehen jetzt noch mal ein bisschen hier durch die ganze Welt. Gucken, was jetzt alles in Wolfsgestalt noch machen können. Wir können jetzt ja noch einige von diesen Geistern jetzt auch noch besiegen. Und uns ihre Seelen holen. Und ich wollte mal ganz kurz im ersten Dungeon vorbeischauen, weil da war ja eine Truhe. Die konnte ich ja schon länger nicht kriegen. Die würde ich mir jetzt mal gerne holen, wenn ich die hoffentlich bekomme. Und vielleicht kann ich jetzt auch im zweiten Dungeon was machen, wegen dem Enterhaken. Wegen dem Greifhaken. So, im Kakariko-Tal war ja diese eine Höhle. Und da haben wir noch so einen von diesen, von diesen Lichtgeistern. Stirb! Komm schon! Geht tot! Hä? Wo ist der? Jetzt sag nicht, der hat sich aus der Wand geglitscht. Wehe. Der ist außerhalb der Wand. Oh, okay, der kommt wenigstens zu gut. Alter, ist das Speedrunner oder was? Einfach hier out of bounds. Gar nicht. So, aber okay, ich habe das, was ich wollte. Sehr gut. Jetzt habe ich gerade schon einen Schock bekommen. Vor allem, es war auch ziemlich nervig, hier hinzukommen. Und der Briefträger, der will wieder was. Okay. Was gibt's denn diesmal? Dass er uns immer wieder findet. Hallo Link, ich hab Post für dich. Ja, okay. Abwender Thelma. Achso. Ah, okay. Was kann die denn so sagen? Also, das wäre erledigt und ab die Post. Okay. Der sollte sich echt mal ein Pferd anschaffen oder so. Okay. Was gibt's denn zu lesen? Dringend. Okay. Hallo Link, im Moment befinden sich in meinem Laden einige Leute, die ich dir unbedingt vorstellen muss. Bitte komm, so schnell du kannst. Meine Freunde werden sicher auch eine große Hilfe sein können. Also lass sie nicht zu lange warten. Wir treffen uns im Wirtshaus von Hyrule Stadt. Achso, die ist da wieder. Okay. Werde ich auf jeden Fall mal mir merken. Aber ich will lieber wieder als Wolf unterwegs sein, weil das geht irgendwie schneller. Und hat eine bessere Steuerung als Epona. Eine deutlich bessere Steuerung. So, aber sonst sehe ich jetzt nichts groß. Okay, hier im Laden gibt es scheinbar was Neues. Das sehe ich gerade so. Hey Link, kaufst du was? Falkenauge. Mit diesem Fernglas kannst du ganz wie ein Falke ferne Dinge erspähen. Ich würde sagen, das kaufen wir uns einfach mal. Cool. Na gut, schätze, wir sind im Geschäft. Falkenauge, hiermit kannst du... Ja, okay, cool. Kombiniere es im Itembildschirm mit dem Heroenbogen. Und ziehe in großer Entfernung mit Leichtigkeit zu treffen. Okay. Also kein Geld. Nee, ich hab mehr als genug Geld. Mehr als du dir vorstellen könntest. Und was ist mit dir? Naja, ach, wird schon nicht so wichtig sein. Ja, auf jeden Fall will ich da mal kurz den Bogen dann mal testen mit dem Falkenauge. So, tatsächlich, da ist es. So. Oh, tatsächlich voll das krasse Zielgerät. Mein Gott. Wow. Da ist was. Okay. Ich habe das Gefühl, ich soll mal die Glocke treffen. Vielleicht mit einem Bombenpfeil. Ich gehe mal von aus, das wird vielleicht was bringen. So, kann ich denn irgendwie... Kann ich denn nicht die Bombenpfeile auswählen? Achso, die muss ich erstmal damit kombinieren. So. Auf jeden Fall. Ich würde mal nochmal die Bombe an. Die Bombe, die Glocke anvisieren. Komm schon. Oh! Tatsächlich, hat's irgendwie bling bling gemacht. Vielleicht muss ich einfach nur näher dran. Oder hast du irgendwas zu sagen? Ja, es geht dem kleinen Zora zwar wieder gut, aber er wirkt irgendwie deprimiert. Er macht keinerlei Anstalten, sich mit uns anzufreunden. Rennt immer nur zum Friedhof. Ach so, ja, wegen seiner Mutter wahrscheinlich. Aber ich habe das Gefühl, es schadet nicht mal, diese Bombe anzuschießen. Vielleicht doch mit einem normalen Pfeil. Aber das glitzert da ja total. Oder hat es zumindest gerade jetzt irgendwie nicht mehr. Nö, okay, irgendwie hat das doch nichts gebracht. Ich dachte, da wäre so
Voll das krasse Secret. Aber na gut, vielleicht finden wir noch ein paar andere Secrets noch auf dem Weg und allgemein noch irgendwo. War jetzt gerade noch bei den Goronen und jetzt habe ich mir mal diesen Aufzug mal angeguckt, was es damit so auf sich hat. Und ich sehe gerade, wir sind jetzt noch in so einer kleinen Map, sag ich mal. Und hier kann man diese Steine jetzt auch noch wegschieben, die uns ja einmal den Weg blockiert haben. Hätte ich vielleicht früher machen sollen, weil dann hätte ich nicht mehr so viel nach oben laufen müssen. Auf jeden Fall haben wir jetzt dann auch noch hier den Weg frei. Ist hier denn sonst noch irgendwas versteckt? Kann ich denn da noch irgendwas machen? Ne, ist nur eine, ist nur irgendwie so ein Wagen. Okay, aber haben wir das denn jetzt auch mal gemacht, dass wir so kleine Abkürzungen haben? Okay, da war ich einmal in Wolfsgestalt in Kakariko. Und da macht jetzt jemand Alarm. Monster, nicht sie weg hier! Okay, aber war eine lustige, nette Cutscene. Ich wollte noch einmal kurz gucken, wer sonst noch was war. Mehr nicht. Ist noch kein Monster. Auch wenn Wölfe in den Märchen immer als voll böse dargestellt werden, aber die machen doch nichts, solange man die nicht reizt und solange die keinen Hunger haben und... Weiß nicht, ich kenne mich da nicht aus, aber ich finde Wölfe cool. Am Hylia-See sehe ich dahin was Interessantes. Und zwar so einen von diesen Lichtgeistern. So. Drüber da. Und da ist eine Truhe. Die holen wir uns gleich auch noch. Auf jeden Fall erstmal... Du... Nicht irgendwie nicht rankommen. Na, komm her. Komm her, du Spast und hier. Auch diese Lichtgeister, die lassen sich gut und schnell finden. Und da. Fangstoß und Riss. Nice. Ich werde auf jeden Fall mal diesen König dann mal da so ein paar Sachen bringen auch. Weil es wird schon irgendwas, überhaupt irgendwas bringen. So, auf jeden Fall. Dann verwandeln wir uns nochmal kurz zurück und dann hole ich mir... noch die Truhe da unten. So, das war... Warum habe ich das Sora-Gewand nicht? Habe ich das irgendwann mal abgelegt? So. Und Herzteil, Rubine. Oder Stempel, sehr schön. Ja, okay, na gut, die Truhe für die Stempel sind ja oft sehr abgelegen. Aber cool, haben wir dann auch nochmal das bekommen. Ein Stempel... Also, ich denke mal, die Stempel kann ich auch zu den 100% zählen. Und eben noch eine weitere Seele. Sehr gut. Oh, und hier auf der Ebene, da ist zwar eine Truhe, an die wir noch nicht rankommen, aber auch noch so ein Lichtgeist. Und kommt, den überraschen jetzt. Schon stirb! Und, ja, oder sterben einfach alle hier. Aber jetzt erstmal... Ach so! Oh, die kommen wieder zurück, wenn man die zu lange, unbeaufsichtigt lässt. So, okay. Aber ich hab, was ich wollte. Sehr gut. Jetzt schon die fünfte oder so. Und ich weiß sogar noch, wo sich zwei aufhalten, die wir jetzt auch noch bekommen könnten. Die hatten wir auch schon gesehen. Einmal in dieser tollen, nervigen Höhle. Also beides am Hylia, also diese tolle, nervige Höhle, wo wir so viel Licht gebraucht haben. Da ist noch ein Schmetterling. Ich glaube, den hatten wir noch nicht. Das heißt, den holen wir uns jetzt mal. Hm, da wollen wir doch gerade das nehmen. So, danke. Oder haben wir dich schon? Allgemein, was haben wir denn sonst so alles jetzt? Ist doch die Frage, wann wir mal diese ganzen Insekten brauchen. Wie gesagt, ich denke mal, es schadet auf keinen Fall, die alle zu sammeln. Und wir haben ja schon richtig viel. Dann halte ich mal noch Ausschau nach einem weiblichen Schmetterling. Ah, da oben sehe ich was fliegen. Und das holen wir uns jetzt auch. So. Komm mal her, mein Junge. Mein Mädchen. Das Mädchen, das komm mal her hier. Lecker Mädchen. So. Und da haben wir dich. Schmetterling weiblich. Gut, haben wir ein weiteres Paar. Und ansonsten würde ich sagen, hole ich noch diese Geister. Und ich wollte mal gerne zu dieser einen Stelle, wo wir auch mal den Enterhaken gebraucht hätten, wo ich da mal was freigesprengt habe. So, das war nämlich hier die Stelle. Einen Moment. So. Ich muss ja mal nebenbei immer, wenn ich so Suchparts mache, muss ich mal so den Timer mal zwischendurch pausieren und weitermachen. Das muss ich mal so mal nebenbei immer noch so machen, während ich dann wieder, ich sag mal, kommentartechnisch wieder weiter einleite. Deswegen dann manchmal
ich kurz weggucken muss und gerade. Oh, bin zu weit weg. Jetzt gerade eben hatte ich nicht richtig drauf gedrückt. So. Achso, ich muss ja gar nicht anvisieren. Ach Mann. Ich stelle mich aber auch an. So. Loslassen. Und ran an das nächste Teil. So. Gut. Oh, da ist sogar noch ein Lichtgeist. Oh, Jackpot. Also diese Lichtgeister, die werden mir gerade ziemlich zugeschmissen. Finde ich geil. So, dann zeig dich mal. So, ey. Der haut aber ganz schön rein. Junge, nerv nicht. Naja, wenigstens halt die nie allzu viel aus. So. Dann noch das Ding und fertig. So, sehr schön. Geisterseele. Und was haben wir hier? Achso, Link, nur Link kann die großen Truhen öffnen. 50 Rubine. Ja, okay, ich habe jetzt vielleicht gedacht, na, vielleicht ein Herzteil. Aber die Geisterseele macht es auch. Wohl, was haben wir dort? Ich habe das Gefühl, ich will mich da mal kurz durchgraben. Und ja, tatsächlich ist einiges. Oha. Oha. Aha. What? Was ist das für ein Ort? Bin ich jetzt hier irgendwie in der inoffiziellen Hölle gelandet? Zurückverwandeln. So Menschen werden. Oh boy. Was ist das hier für ein Ort? So, geht kaputt. Was? Ich will keinen Fangstoß machen. Ich will ihn einfach nur ganz normal mit dem Schwert umhauen. So. Ich wollte. Ach, ich muss ihn mit dem Fangstoß. Nee, ich muss ihn nicht mit dem Fangstoß besiegen. Jetzt haben wir noch solche Eis-Assis. Oh, so geht's auch. Achso, ich muss noch nicht mal. Ich habe mir mal gedacht, so, oh, wenn ich jetzt angreife, vielleicht friere ich dann ein oder irgendwie sowas. Ist doch nicht mal so schlimm. So, aber es wird schon nicht schaden, hier alles umzuhauen, denke ich mal. So. Okay, und es hat was ergeben. Nämlich eine Truhe, eine blaue. Boah, komm, das ist doch ein Herzteil wert. Oder zumindest ein Stempel. Ein Stempel, gut. Hylianisch M. Oh, ansonsten hier. Was? Was hat er gerade? Achso, das war nur wegen dem Stein. Achso. Ansonsten hier irgendeine Fackel, die noch angezündet werden kann, oder... Was hast du, wenn ich die ausmache? Es passiert nichts. Okay, aber na gut, wenigstens ein Stempel. Gut, ich bin zufrieden.